Als eine schwarze Frau ein weißes Baby zur Welt brachte, war ihr Mann schockiert und verließ die Liebe seines Lebens. Doch ein DNA-Test enthüllte das Undenkbarste von allen. Angela war der Inbegriff einer hübschen schwarzen Frau. Sie hatte weiche, glatte Haut, langes, wunderschönes, dunkles Haar und Augen wie die Nacht mit Liebe, Glück und Hoffnung gefüllt. Auf dem College war sie so bei ziemlich jedem beliebt und stand immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sie liebte es, gesellig zu sein, ging mit ihren Freunden auf Partys und lebte ihr Studentenleben voll aus. Doch auf einer dieser Partys änderte sich alles für sie. An diesem Abend traf sie einen anderen Studenten, einen Typen namens Jack. Sie hatte ihn noch nie zuvor gesehen, aber die beiden verstanden sich gut. Jack war gut aussehend und witzig. Er brachte Angela zum Lachen und die beiden unterhielten sich die ganze Nacht. Sie tanzten, unterhielten sich, lachten und küssten sich sogar, bevor sie den Abend beendeten. Bevor sie ging, gab Jack Angela seine Telefonnummer. Sie versprach ihm, dass sie ihn am nächsten Tag anruft und so trennten sich ihre Wege. Wie versprochen rief sie ihn am nächsten Tag an und sie verabredeten sich zu einem Date. Die beiden wurden bald ein Paar und zogen nach ihrem College-Abschluss sogar zusammen in eine eigene Wohnung. Die Dinge liefen unglaublich gut für Angela und Jack und man könnte sie wirklich als ein echtes Traumpaar bezeichnen. Sie heirateten sogar und gaben sich das Versprechen, ihr Leben miteinander zu teilen. Es war wirklich eine Romanze wie im Bilderbuch. Es war für niemanden eine Überraschung, als Angela schließlich schwanger wurde. Es war eine aufregende Zeit für die beiden und Jack freute sich besonders auf das Baby, denn er wollte schon immer Vater werden. Er tat sein Bestes, um sich um Angela zu kümmern, während sie schwanger war und er traf alle Vorbereitungen für die Ankunft ihres Babys, das laut Ultraschall ein kleiner Junge sein sollte. Doch während der Geburt im Krankenhaus platzte Angelas und Jacks Lebenstraum plötzlich in sich zusammen. Alles lief gut und der Geburtsvorgang verlief reibungslos. Aber als das Kind das Licht der Welt erblickte, wurde es still im Raum und ein Ausdruck des Schocks und des Entsetzens machte sich auf allen Gesichtern breit. Das Kind war weiß. Wie konnte das sein? Zwei schwarze Eltern sollten kein weißes Kind bekommen. Was um alles in der Welt war hier los? Jack dachte, dass Angela ihn bedingungslos liebte, aber anscheinend hatte er sich geirrt und sich von seiner Liebe zu ihr blenden lassen. Er beschuldigte sie des Betrugs und verließ den Raum, sobald er das weiße Kind in den Händen des Arztes sah. Nach der Geburt bat eine verzweifelte Angela, die Ärzte einen DNA-Test durchzuführen. Sie schwor allen, dass sie nie fremdgegangen war und keine anderen Männer getroffen hatte, seit sie Jack kennengelernt hatte. Aber die Ergebnisse des Tests widerlegten ihre Behauptung. Sie zeigten, dass Jack nicht der biologische Vater des Babys war. Angela war fassungslos. Ihre Welt brach zusammen und sie wusste nicht, was sie tun sollte. Verletzt und mit gebrochenem Herzen beschloss Jack, sie zu verlassen. Das Baby war nicht von ihm. Und sie hatte ihn offensichtlich schon wer weiß wie lange belogen. Unfähig, irgendetwas zu tun, zog Angela das Baby, das sie David nannte, ganz allein auf. Es war schwer, denn es war viel einfacher, ein neugeborenes Kind aufzuziehen, wenn jemand anderes dabei hilft. Aber sie konnte nichts tun oder sagen, um ihren Mann zur Rückkehr zu bewegen. Sie hoffte einfach, dass er eines Tages zu ihr zurückkommen und verstehen würde, dass das alles ein großer Fehler war. Aber es vergingen 3 Jahre und Angela sah und hörte nichts von Jack. Sie dachte, er hatte ihr Leben für immer verlassen, bis sie ihn eines Tages zufällig traf. Jack hätte gelogen, wenn er gesagt hätte, dass er sie nicht vermisst und es bereut, dass er weggegangen ist. Sie unterhielten sich und waren beide überrascht, dass sie sich so gut verstanden, wie sie es taten. Mit der Zeit wurde die Beziehung wieder aufgefrischt. Sicher, David war nicht sein Sohn, aber Jack liebte Angela genug, um die Vergangenheit ruhen zu lassen und ihr bei der Erziehung des Kindes zu helfen. Die Jahre vergingen und David wuchs zu einem starken jungen Mann heran. Er fing sogar an, zu David als seinem Vater aufzuschauen und Jack sah ihn als eine Art Sohn an. Doch keiner der beiden erzählte ihm je von dem DNA-Drama. Sie wollten seinem jungen Verstand noch nicht mit dieser Sorge belasten. Doch als er Mitte 20 war, beschloss Angela, sich zu öffnen und David zu sagen, dass Jack nicht sein biologischer Vater war. David hatte so viele Fragen, aber Angela hatte keine Antworten, da sie es selbst nicht verstand. Aber es war klar, dass sie und Jack David beide liebten und David liebte sie zum Glück immer noch. Ein weiteres Jahrzehnt verging und Angela starb nach kurzer Krankheit. David und Jack und ihre ganze Familie waren natürlich am Boden zerstört. Sie war eine fantastische Mutter, Ehefrau und Freundin gewesen und hinterließ eine große Lücke, da sie nun nicht mehr bei ihnen war. Trotzdem musste Jack besonders stark für David sein, da seine Mutter unglaublich nahe stand. Gemeinsam würden sie es durchstehen, auch wenn sie nicht biologisch verwandt waren. Doch als Jack einige ihrer alten Sachen durchsuchte, entdeckte er den alten DNA-Test von vor einigen Jahren. Es tat ihm weh, als er ihn las und das Ergebnis sah, dass er nicht Davids richtiger Vater war. Aber etwas in ihm sagte ihm,
dass er einen weiteren Test machen sollte. Nach all den Jahren war Jack nun sicher, dass Angela ihn nie betrogen hatte, auch wenn er es sich nicht erklären konnte. Deshalb schickte er Proben für einen neuen DNA-Test weg und wartete. Es dauerte mehrere Wochen, bis sie bearbeitet wurden, aber schließlich erhielt David einen Anruf aus der Arztpraxis, wo die Ergebnisse auf ihn warteten. Der Arzt, der über die Geschichte der Familie Bescheid wusste, klang am Telefon ein wenig geschockt und bat Jack zu kommen, was er auch tat. Als er im Büro saß und der Arzt anfing zu reden, wurde seine Welt wieder einmal auf den Kopf gestellt. Die neuen Ergebnisse zeigten, dass er doch Davids Vater war. Der Arzt fing an, die Dinge zu erklären. Er sagte, dass es möglich sei, dass der erste DNA-Test ein Falschnegativ war, was bedeutet, dass Jack nicht der biologische Vater von David war, obwohl er es war. Falschnegative Ergebnisse sind ziemlich ungewöhnlich, wenn auch nicht so selten, wie du vielleicht denkst. Es war schade, dass Angela damals keinen zweiten DNA-Test zur Bestätigung gemacht hatte, denn der hätte wahrscheinlich ein anderes Ergebnis gebracht. Der Arzt hatte sogar noch einen dritten Test auf eigene Kosten durchgeführt, nur um sicher zu gehen. Aber trotzdem konnte man jetzt nichts mehr tun. Aber Jack war sich immer noch nicht sicher, warum David weiß war, wenn seine biologischen Eltern doch beide schwarz waren. Es gibt eine Erklärung. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass zwei schwarze Eltern ein weißes Kind bekommen, unglaublich gering ist, ist es nicht unmöglich. Das kann durch eine Genmutation bei einem oder beiden Elternteilen verursacht werden. Es war unglaublich selten, aber es ist schon mal vorgekommen. Das nennt sich Albinismus. Albinos haben von Geburt an kein Melanin im Körper, weshalb ihre Haut weiß ist. Das erklärte alles. Erschüttert bedankte sich Jack beim Arzt und ging. In seinem Kopf drehte sich alles und er stellte sich viele Fragen, aber eines war sicher. David war sein Sohn. Sein echter, biologischer Sohn. Er konnte es nicht fassen. Nach all den Jahren und all dem Schmerz und all dem Trauma hatte er einen echten Sohn. Jack wünschte sich, dass Angela noch da wäre, um diesen Moment zu erleben. Er wollte sich bei ihr entschuldigen und ihr sagen, dass es ihm leid tut, dass er ihr vor all den Jahren nicht geglaubt und sie verlassen hat. Er wünschte sich, er könnte in der Zeit zurückgehen und sein Leben noch einmal leben. Diesmal ohne die kleinen Zweifel in seinem Hinterkopf, wer Davids richtiger Vater war. Aber es gab nichts, was man jetzt noch tun konnte. Alles, was er tun konnte, war, sich auf die Zukunft und die Beziehung zu seinem Sohn zu konzentrieren. Das ist es, was Angela gewollt hätte. Und Jack wusste, dass sie irgendwie und irgendwo auf die beiden herabschaute und über die gute Nachricht lächelte. Jack gelobte im Stillen, sich bis zu seinem Todestag um ihren Sohn zu kümmern, und David bekam endlich die Antworten, nach denen er sein ganzes Leben lang gesucht hatte. Jetzt liegt es an dir. Was hast du von dieser unglaublichen Geschichte gehalten? Wie hättest du reagiert, wenn du und dein Partner ein Kind mit einer ganz anderen Hautfarbe bekommen hättet? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung mitteilst. Also schreib sie uns unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.